Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr es guckt. Wir sind wieder dabei am Start, am Pelzer Stammtisch. Servus. Und wir haben, glaube ich, das älteste Thema aller Themen aus dem Hut gezaubert, was immer geht und immer gut ist, und zwar Männer und Frauen. Mann versus Frau oder egal, Konstellation, wie ticken Männer, wie ticken Frauen. Klappe die erste, weil ich glaube, da kann man oft drüber reden. Ja. Also wir fangen mal so an, weil wir kommen auf das Thema, die Jazz Arena guckt sich, oder schon ein bisschen länger, ne, wo du immer die Vera Birkenbiel dir anguckst oder durchlese tust. Also ich glaube, bei uns war das Thema Vera Birkenbiel so, boah, ich will jetzt nicht lügen, aber das war schon so in der Schulzeit, wo wir Vera Birkenbiel viel geguckt haben. Wer ist denn das nochmal? Vera Birkenbiel. Die Vera Birkenbiel, das ist so Frau, so ein Coach. Wie nennt man das heute? Ein Coach wird man ja, die war so, nee, ich denke, die hat so, nee, Berater, die war so, ja, so Psychologieberaterin oder so. Die hat so Kurse gehabt für Lehrer, um sich weiterzubilden und so, ja, wie sie mit Kindern auch umgehen. Also die hat jetzt, ja, Mann und Frau hat da halt eine Rolle gespielt, weil die mit Mädchen und Buscher und wie du die dann groß, ne, hochziehst so. Ja, also schon so Coaching halt für Lehrer, denke ich. Ja, ne? Also ich muss sagen, zu unserer Zeit haben die Männer oftmals gespottet, das wäre so Emanze, ja, die jetzt hier über die Männer und Frauen, ne? Also die haben immer so ein bisschen so, also ich will es jetzt nicht ausdrücken, aber ein bisschen so das Schimpfwort benutzt für sie, so für, soll ich sagen, für so emanzipierte Frau, also für so männliche Frauen oder die so wie Art männlich sind, ne? Aber ja, die war schon so ein bisschen bübchenmäßig halt, ja. Aber die hat also auf jeden Fall gute Ansätze, aber die Shalima kann ja mal berichten. Vielleicht, wenn die Shalima ein bisschen was erzählt, Jessie, dann kommt das auch, weil eigentlich kennt jeder so ein bisschen die Sprüche von der Vera Birkenbiel. Der D'Angelo ist gerade durchs Bild gehuscht. So, jetzt haben wir nichts gehört, Shalima. Ja, ja, ich wollte sagen, ich habe nur schnell die Klima auch gemacht. Ah, ja. Ja, ja, nee, ja, also zum Beispiel ganz bekannt ist die, ja, typisch bei ihr war noch in die Zeit mit dem Overhead-Projektor. Mhm, ja. So witzig, und dann hat die ja immer so Folie gehabt, die 1000 Meter lang waren oder so, weil die hat die immer, ja, hochgeschoben als und immer als weitergeschoben. Das finde ich halt so cool. Ja, und da hat sie halt zum Beispiel auch sowas gehabt mit Venus und Mars. Ja. Also kennst Mann du, und oder Frau. Kennst du hat sie halt zum Beispiel erklärt, das sind, wenn der Mann ein Problem hat und die Frau ein Problem hat, wie unterschiedlich das ist. Und jetzt treffen die sich aber dann abends, also er hat jetzt zum Beispiel ein Problem mit der Arbeit, und dann fährt er schon nach Hause und dann sitzt er im Auto, dann ist vielleicht noch ein bisschen Stau, dann regt er sich noch mehr auf, und wenn er dann daheim ankommt, hat er dann halt schon so Gesicht, ne, und so Krawatt gefühlt. Und dann sitzt er halt an den Tisch und, ja, wann gibt's ein Essen oder so, ne, so die Sprüche kennt man ja dann vielleicht auch. Und dann ist es halt so, dass sie fragt, ey, was ist dann los? Und das sagt er, nix. Und esst halt oder lest halt Zeitung oder so, wie Männer halt dann auch obens noch mal so sind, ne, so ein bisschen in sich gekehrt. Ja. Und er grübelt halt die ganze Zeit über sein Problem nur. So, und sie fragt dann wieder, Schatz, was ist dann? Ich sehe das doch auch, dass irgendwas ist, ne? So, und dann sagt er wieder, es ist nichts. Und dann fragt sie halt nochmal, und dann sagt er, aber ich gehe jetzt. Und dann gehen die Männer ja dann auch oben gerne nochmal in die Kneipe. Aber das ist jetzt halt so, sagt sie, dass es halt, das hat halt ein bisschen mit früher, mit der Steinzeit zu tun, so ein bisschen, wenn Männer Probleme haben, dann gehen sie in die Höhle, weil die müssen das mit sich selber klären. Die brauchen doch kein rechts, kein links. Die sind doch ziemlich pragmatisch. Die kriegen das dann auch ganz locker hier, aber sie müssen das mit sich selber ausdisputieren in ihrem Kopf. Und Frauen sind dann halt so, die müssen mit der Mikros aus. Ah, jetzt? Hallo? Ja. Ach so, bin ich weg oder was? Hört man sie ja noch? Ja, anscheinend. Also ja, ich hör dich schon immer. Okay, dann mach weiter, dann bin ich das. Ja, und dann sagt sie halt, wo war ich denn jetzt? Ah, mit in der Höhle und muss so grübeln, genau. Und dann, bei Frau ist ja genau andersrum, die müssen ja dann direkt das mit jedem teilen. Und so, auf jeden Fall ist er jetzt dann unterwegs, trinkt sein Bierchen und grübelt über sein Problem noch. Und die Frau sitzt schon daheim und macht sich total die Gedanken.
will er mich jetzt noch, was ist denn los? Der ist sowieso schon die ganze Woche so kalt und verbindet es dann auch mit anderen Dingen, die vielleicht im Vorfeld schon passiert sind. Er hat seit 2 Bierchen getrunken, hat das Problem für sich ausgetüftelt in sich selbst und kommt dann wieder heim. Für ihn ist alles geklärt. Und sie hat schon zwischendrin noch die Freundin angerufen und gesagt, ich glaube, der lässt sich scheiden. Der will mich nicht mehr und lauter so ein Zeug. Und da ist halt, da sieht man dann wieder, wie Männer und Frauen ticken. Wir meistens überdramatisieren auch Dinge. Und Männer sind dann halt einfach, die denken du gar nicht drüber nur, wie es uns dann vielleicht in dem Moment geht. Und ja, ich finde halt immer so witzig, wenn ich von ihr so Sachen sehe. Aber jetzt ist ja, die Jenny, hört die mich jetzt wieder? Doch, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ja, also ja, ich finde das dann einfach voll witzig. Ja, es ist auch ziemlich interessant. Ich glaube, es ist auch, also für mein Empfinden, denke ich, wenn man älter wird, dann, also wie soll ich sagen, so im jugendlichen Alter ist es ja oftmals so ein Problem, weil wir Frauen, wir denken, dass wir durch irgendwelche Zeichen und Andeutungen dem männlichen Geschlecht quasi bewusst machen können, was wir jetzt gern hätten und wie wir es gern hätten oder was weiß ich, was uns so gefallen könnte, wie die sich benehmen sollen. Und das Ding ist aber, ein Mann versteht halt einfach nur A, wenn du A sagst. Der denkt nicht, du sagst A, Mensch, aber A, B, C, Z, du hast noch eine ganze Geschichte hinter A und ein Mann, du sagst, okay, du hast A gesagt, also verstehe ich A, was willst denn du von mir, ja? Und das ist eigentlich so das häufigste Problem, glaube ich, wenn es so in Sache, sage ich mal, Beziehungen zwischen Mann und Frau, wenn jetzt, sage ich mal, jemand auf der anderen steht, ne? Also so am Anfang, wenn man noch nicht zusammen ist und es entwickelt sich sowas, so ein Flirt, dann ist es oftmals Liebeskummer, wo dann entsteht oder Missverständnisse durch sowas. Oder wenn man am Anfang von einer Beziehung ist und kennt sich noch nicht, dann hat man immer als Frau gefühlt falsche Erwartungshaltungen an den Mann, ist dann mega enttäuscht, heult dann, macht mega die Drama und der Mann versteht die Welt nicht mehr, weil er einfach nur sein Fußball gucken will, so auf die Art, ja. Also, ich denke, das ist oft ein Problem. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ziemlich schnell gelernt, klar zu kommunizieren, was ich will. Ich mache mir da auch keine Hoffnungen und keine was weiß ich für Dinger, ja. Also wenn ich, jetzt mal angenommen, ne, wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir zum Geburtstag die Ohrringe und dann sage ich, ich will die Ohrringe zum Geburtstag, soll ich selber bestellen oder bestellst du sie? Und das war's. Dann brauche ich mit okay Hoffnungen zu machen, weil gut, es mag vielleicht Männer geben, die sehr kreativ auch sind, ne? Der Sommer kehrt jetzt nicht zu der Kategorie, das ist aber auch nicht schlimm, dass ich das sage, das sagt er selber von sich, ja, also ich brauche du jetzt nicht zu erwarten, dass du mega die Überraschung. Ich meine, manchmal lässt das schon was einfalle, wo er dann schon ja, ich wollte gerade sagen, das Bild mit dem Drei, welche ja, das du, war schön. Wo ihr euch kennengelernt ja. habt, wann ihr zusammengekommen seid, ich glaube, die Hochzeit oder so war das, gell? Aber ich glaube, dass du die Jasse auch ein bisschen geholfen hat. Ja, aber das war süß. Sicher. Also komm, das war super romantisch. Ja, aber das stimmt, das war es auch, um Gottes Wille. Aber ich sage mal so, das war die Ausnahme, weil du gabst auch Gründe. Aber ich sage mal so, ansonsten, ich meine, klar, wie gesagt, an Weihnachten überrascht er mich dann mal mit so einer Box von der Sugar Gang. Aber dann ist es so, es ist auch sein Interesse, die Sache zu probieren, welche so auf die Art. Oder, nee, um Gottes Wille, er hat zum Beispiel, wo wir 14-Jähriges hatten, hat er mir auch von meiner Mutter eine Torte machen lassen, ne, in Tiffany Blue. Das war schon auch goldig. Manchmal hat er so A-Flüge. Aber ich sage mal so, wenn er manchmal sowas hat, dann freue ich mich auch drüber, weil ich es halt nicht erwarte. Aber ich habe halt keine große Erwartungshaltung, beziehungsweise ich sage dann halt, was ich will und freue mich dann, ach, wenn ich das kriege, was ich will. Ne? Also bei mir ist es ganz anders. Also ich habe immer super hohe Erwartungshaltungen, weil ich immer in der Hoffnung bin, dass der Mann mich versteht. Dass er halt denkt, ja, okay, gut, die hat jetzt gesagt, die wünscht sich die Kette, dann braucht die das jetzt auch nicht noch 5-mal sagen oder so. Ich wurde aber deswegen immer auch enttäuscht. Ja, was jetzt auch nicht schlimm ist, mittlerweile, wie du sagst, seitdem ich dich kenne, mache ich das jetzt auch so. Also der kriegt immer gesagt, ich wünsche mir das und das, klipp und klar ins Gesicht. Also von daher, wir haben das jetzt auch so gemacht. Das Funk klappt eigentlich wunderbar. Ja, also zumindest wenn es jetzt um Geburtstag oder Weihnachten oder so geht. Und meistens machen wir es eh so, dass wir sammeln. Weil ich aber, ja dann doch eher ein größeres Geschenk mir wünsche. Ja. Und dann muss man was dazulegen. Aber ich sage mal so, ne?
Das ist jetzt gar nicht base gemeint, Jessie, ne? Aber ich bin schon mein Leben lang mit der Jessie befreundet, ne? Und du, Jessie kennt man ja manchmal meine, du hast auch so ein paar zu viel männliche Gene oder so, ne? Weil die Jessie, erstens mo, ist ein Kenner, der mega viel quatscht und redt und macht und tut, nur hinne denkt, nur vorne denkt. Die ist auch ganz einfach. Die sagt A und dann Mandy A und nicht noch B und C. Und die kommt auch nicht mit, wenn du sagst B, C, dis, irgendwas hinherum denkst. Bei der muss ich auch schon immer klar kommunizieren. Und vielleicht liegt sie auch dort, dass ich das früh gelernt. Aber ich sage mal so, zum Beispiel die Jo ist ja jemand, der sehr redegewandt ist und viel quatscht und so. Aber selbst bei der Jo muss ich sagen, also die, der muss auch klar sein, was du willst. Die kommt du jetzt auch nicht auf die Idee, du irgendwie dann zu denken und was kennt und mache und du. Die sagt dann auch, oh Jenny, wische, sag mal doch einfach, was du willst und gut ist. Ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch weggestotra. Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt drauf schuld? Damit nee, du klar kommunizierst. Also Jessy, sag mal du was, wie siehst du das? Wie ist es bei euch daheim? Ja, eigentlich frage mich da das auch immer, was ich zu Weihnachten oder zu Geburtstag will. Dann sage ich ja das oder das und dann entweder hole ich selber oder. Also ja. Er sagt dann auch immer, oder ich schenke dem was dann halt zu, wenn er. Wenn wir Urlaub sind, dann kriegt er halt dann was, weil immer Teufel komm raus, irgendwas zu finden ist. Einmal schwierig beim meinem Mann. Ja, aber ich meine, so, also ist hier nicht jetzt nur wegen Geschenk, so generell. Also ich weiß nicht, vielleicht. Manchmal ist es auch so, dass Frauen sich wünschen, dass der Mann sie einfach mal in den Arm nimmt. Und einen ja, Kuss das, gibt. Also, du kannst es sagen. Ach Gott, ach Gott. Ja, also. Welche so Sache. Also, es geht hier nicht nur ums Materielle. Es ist hier manchmal oft so, ne? Also, du gibst die Erwartungen auch langsam auf. Ja, aber wie ist es so bei euch? Also, sagst du das dann? Jetzt gibt man mal einen Kuss oder so? Oder ja, Mann, oder also, was? Also wenn er geht oder so, sage ich dann Kuss. Sonst kriege ich gar keiner. Ja. Oder, ja, ich sage dann, ah, trick mich mo, weil Erwartungshaltung habe ich nur ohne geschraubt. Aber es ist trotzdem lustig. Ja, also das sind ja auch so. Aber das ist wirklich was, ich bin halt so, da bin ich dann wirklich so wie Aladdin und Jasmin, ne? Da würde ich mir dann sowas eher wünschen, du so. I can show you the world, weißt du so? Ja. Yeah. Auf dem fliegenden Teppich, das ist so. Aber da bin ich dann halt wirklich so typisch girly unterwegs. Kleine Prinzessin. Also oder sagen wir es mal so, weil ich bin ja ein Löwe. Ja. Und Sansan als kleine Schmusekatze. Jetzt kann ich urschen. Ja. Also ich bin total. Also weder noch ich noch mein Mann sind romantisch. Also wenn ich mal Liebe brauche, dann sage ich, überdrück mich mal. Aber ansonsten gibt er mir auch ab und zu einen Kuss oder manchmal sagt er mir auch nette Dinge und ich raff das gar nicht. Das ist typisch Jessie. Ja. Also das sagt das manchmal so durch die, was ist nicht direkt durch die Blume, der sagt das manchmal schon direkt, aber ich schnall's dann gar nicht. Oh, Jessie, ey, du bist ich bin da echt stellen. Manchmal voll der Holzkopf da drin, ja. Du manchmal. Ja. Hm. Ah, ja, gut, ich muss sagen, ich weiß nicht, was haltet ihr eigentlich von der Theorie, dass man sich, also dass sich ein Mann Frau sucht, die ähnlich wie seine Mutter ist, und eine Frau sucht sich ähnlich einen Mann, wie der Vater ist, oder so irgendwie. Was haltet ihr eigentlich von der Theorie? Also bei mir trifft es vollkommen überein. Ja? Zu 100%. Creepy, aber bei mir wirklich. Also ich stehe auch auf ältere Männer. Ja, also was heißt älter? Ja, mein Freund ist jetzt 6 Jahre älter als ich, aber ist hier schon ein Stück, ja. Weil, also ich kenne Frauen in meinem Alter, die wollen immer jüngere oder so. Ja, dann, also so typische, also wenn ich die Bilder hochhalte, da sieht man dann auch immer die rote Fahrte und die nach Ähnlichkeit, also natürlich nicht Ähnlichkeit, optische Ähnlichkeit, sondern du siehst das immer ein Bart, weil das war das, was ich an meinem Vater geliebt habe, der 3-Tage-Bart, aber meine Mutter hat er muss es immer abmachen, er muss immer ganz glatt sein. Aber ich habe das dann geliebt und habe immer so gemacht, so gestreicht und habe dann einmal gesagt, ah, Papa, kannst du deine Kratzer schalossen? Und er hat gesagt, nee, du kriegst dann Ärger mit deiner Mutter. Und dann hat er es halt weggemacht, aber am Wochenende durfte er halt mal losse oder so, wenn wir nirgends gegangen sind. Und dann auf dunkle Haare,
etwas dunklere Teint, weil du hast jemand, kennst du meinen Vater noch oder ihr? Der war ja, es sah ja eher aus wie so ein Italiener, finde ich. Ja. Wenn du den neben dem Video gestellt hast, dann sagst du, Cousin, kein Problem. Mit Durchgang irgendwie, auch von der Größe und so und vom Verhalten. Und deswegen, also, ja, mein Vater war ja auch eher so und dann auch der Alpha-Typ und so der beherrschend war zu Hause. Ja, also genau das mag ich aber halt zum Beispiel am Mann A. Also ist schon ein bisschen creepy. Und seine komische Eigenart, so wenn er so voll isst, ne, der hat auch den Burger mit dem Besteck gegessen oder so. Das sind so Eigenarten, das mag ich voll, wenn Männer dann auch so ein bisschen feu sind, ja, oder so, so pflegen oder so. Ja, mein Vater hat auch immer aufgepasst, früher, wie er noch jünger war, wo ich auch noch jünger war, das weiß ich noch, wie ich noch ganz klein Mädchen war, da hat er einmal sich voll gemacht und so, ne, und immer aufgepasst und ich hätte die braun Sonne, weil er hat die nur 10 Minuten leihen müssen, damit er knackig braun ist, wisch so. Ja, schon aufgepasst und so, und das Goldkettchen, aber, und die weiße Hosse, das kennst du ja bestimmt noch von deinem Vater. Süß. Weiße Hosse. Oh, deswegen. Ja. Also mein Vater hat viele Phasen gehabt, aber weiße Hosse, Jeans weiße, aber mein Vater war Jeans so. Weiße Männchen, ach so, Jeans ja, weiße. Achso, ja, okay, ja, doch. Ja, Dotti, wie heißen die? Die Levi's 511, haben die doch alle am Arsch gehabt. Doch, ja, erinnere genau. Ich mich auch noch, ja. Ja, da haben sie sich in die Badwanne gelegt, damit sie dann all liegend ist. Ja. Ich habe gedacht, du meinst jetzt so Buntfalterhose in weiß, weißt du? Nee. Aber ja, das hat mein Vater, die Zeit hat er bestimmt auch, weil mein Vater war ja auch älter wie deiner. Ah jo, mein Vater ist ja noch sehr jung. Ja, im Vergleich zu meinem Vater, ja. Auf jeden Fall, ja, aber so, ich merke das, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass mich das Heat zieht. Ja, doch, also ich... Also es ist schon ekelhaft irgendwie, aber so... Also ich persönlich finde es auch erschreckend, wirklich erschreckend. Ich sehe auch im Dommer deinen Vater. Ja, doch Sachen. Schon, weil... Ganz krass. Also ich mochte als Kind, also mein Vater... war schon immer so ein Typ, der extrem in allem, was mein Vater gemacht hat, war er sehr extrem. Ich würde auch mal behauptet, ich bin auch immer so extrem in den Dingen, die ich mache, vielleicht nicht so extrem wie mein Vater, aber schon auch extrem. Aber mein Vater, der war halt wirklich in den 90er so mit dem Bodybuilder, ne, das war seins. Also der ist da rum, der war wirklich so breit wie ein Kühlschrank, ne, mit seinen Bodybuilder, Hosse do von, wie hießen die, von, ach, wie hieß die von denn? Uncle Sam, genau, mit Dennis Sache, so bauchfreie Frotte-T-Shirt und dann das Playboy-Gold-Ketsche da hänge und der Fokuhila und, ne, also war der voll dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das überhaupt nicht gemocht. Mir hat es überhaupt nicht gefallen, das Aufgebummte. Gar nicht. Also ich mochte das, ich mag das auch ehrlich gesagt. Also Promo, die Jessie, wenn du meinen Männergeschmack früher anguckst, ich habe immer auf so richtige, leere Rappelgestelle gestanden. Ja, total. Und meine Ex-Freunde waren auch so dünne Rappelgestelle, ne? Warum auch immer. Also eigentlich gefällt mir das auch nicht so, aber naja, gut. Also weil aber wo die ich Liebe das nicht hinfällt. Mochte. Nee, ich mochte das Aufgebummte halt nicht. Das hat mir halt, das war mir zu extrem. Und mein Vater, der hat mich dann mit ins Fitnessstudio genommen und alles Mädchen. Und keine Ahnung, wir haben dann Pommes ohne Salz gegessen und nur noch Bude und ach, was weiß ich, ja. Und Bude und Reis. Shake, ja, also der war echt Aber das Ding ist, der Dommer ist ja genauso. Also der ist ja schon seit der 13 ist ins Fitnessstudio, ach, immer Krafttraining, breit gebaut, muskulös, ach, die ganze Bodybuilder rufen runter, guckt der, ach, mit seinem ganzen Fitnessgedöns do. Und das war für mich schon erschreckend, weil das eigentlich was war, was mir nicht zugesagt hat, ne? Also so am Anfang, weil ich das halt nicht wollte. Oder zum Beispiel, mein Vater ist halt ein Kerl. Man kann das halt, der ist nicht feu, also der geht kein Burger mit einem Besteck. Also das ist auch kein Bauer, aber er ist halt ein Mann. Ne? Also ich würde schon sagen, er ist so ein, sagt man so Testo, so Alpha-Tier. Also er ist halt, wie ein Mann ist, also der sah die Sache, wie sie sind. Der, ne? Also der ist schon so, wie soll ich denn das jetzt erklären, halt. Ja, der ist jetzt nicht so, dass er immer rasiert sein muss und der läuft Aremo, also der ist schon gepflegt, um Gottes Willen, für sein Alter, finde ich, sieht er auch gut aus. Aber, keine Ahnung, wie soll ich denn sagen, ich meine, der rülpst jetzt nicht so in der Gesellschaft, aber weißt du was, ich meine, wenn er jetzt halt der Helm ist und er sich, dann rülpst er halt Aremo oder so, ja, und so ist er doch mal ab. Oh ne, das gab's bei meinem Vater überhaupt gar nicht. Doch. Also bei uns war, ist es also nicht wie so die Bauere so voll. Aber wir haben eine Schossgrit dann. Ach. Ja, oder wie soll ich denn sagen, wenn man halt drüber, über, sag ich mal,
Stuhlgang rett, dann wird halt über Stuhlgang rett, wird jetzt keiner Problem damit, ne? Also so halt. Also halt so ein Mann, wie man sich halt einen Mann vorstellt. Und so ist sei ich Mutter da auch. Zum Beispiel meine Mutter, die steht auf total die Vollpeger wie du. Die will auch so feine Männer und was weiß ich, ja. Aber mein Vater ist halt so. Ich hätte gern so ein dunkelhaarige und leicht braun gebrannte Christian Grey. Christian Grey. Du, der ist doch von 50 Shades of Grey. Ach so, den kenne ich gar nicht. Ich habe gerade überlegt, Grey's Anatomy. Ja, das ist halt so. Nee, das ist halt so. Also ja. George Clooney-mäßig. Nee, ja, das finde ich auch sexy, mit wenn die durch schon so ein bisschen ja. Graue Haarhändmänner oder nee. So, nach ein bisschen grau im Bad oder so, das mag ich total, aber guck mal, du. Nee, aber ich mag das so, ja, also ich sah, ne, die ist jetzt auch nicht so und ich lieb den trotzdem, aber wenn ich was schwänze, ist halt ja. So, das ist so das Bild, was ich so vor ja. Mir hab, ja, so der Christian, der ist ja halt auch so ein. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, mein Vater ist ein Mann und der Dommer ist auch definitiv ein Mann. Und ich muss auch dazu sagen, ich stehe auch auf Männer. Ich mag das nicht. So dieses, ein Mann braucht länger wie ich im Bad, das geht gar nicht für mich. Also deine Männer brauchen auf jeden Fall länger im Bad, weil die dürfen ja kein Haar haben. Also du stehst so, nicht ja, auf Mann, du stehst auf so all. Ja, das du stimmt. Stehst, also, wie heißen die auf so Nacktmullmänner, du? Kennst du die kleine Nacktmull? Ja, ich mag keine Haare. Also mit Haare habe also, ich und ich liebe das, wenn Männer ganz so hier so dunkle Haare und überhaupt ich mag das, wenn die am Bauch Haare haben, ich finde das voll sexy. Du so ein ja, Weg zum auf Glück. Jeden Fall, was du auch noch gesagt hast, mein Vater war ja jünger, also ist ja jünger, der ist ja jetzt erst 60 und also mein Partner und auch der Dommer waren immer jünger als ich, das stimmt schon. Nicht viel, also Dommer ist jetzt 3 Jahre jünger, aber es waren tatsächlich, glaube ich, immer, manchmal, Emmo war es ein halb Jahr oder so, aber tendenziell, ich mag keine alte Männer. Also ich mag das gar nicht, wenn die Leute also so älter sind. Der älteste, wo ich hatte, war 10 Jahre älter als ich. Aber bei meinen Eltern sind es halt auch 17 Jahre. Also da merkt man dann auch wieder. Also, bei meinen also Eltern sind es 10, aber meine Mutter ist 10 Jahre älter. Mein genau, bei mir war, jünger. Mein Vater war 17 Jahre älter als meine Mutter und deswegen, ich mag das auch, wenn mich jemand so ein bisschen belehrt, weißt du was, ich meine, das klingt jetzt vielleicht super dumm, aber sich so aus, nee, wenn man du noch was lernt von seinem Mann, klasse. Ja, aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist, der Dommer, wenn man Dommer seine Mutter gekannt hat und nimmt mich, also von der Optik gar nicht, aber vom Typ, ist es schon so, Dommers Mutter, die hat 5 Kinder gehabt, war alleinstehend, hat 3 eigene Häuser gehabt, schuldenfrei, ja. Also die war eine Frau, die hat neigehauen, die hat geschafft von morgens bis oben, zwischen, also die war powerfrei, die hatte Tonarke mit daheim. Und ich meine, so bin ich ja auch. Also, ne, ich bin ja auch die, wo schafft, wo kloppt, wo sagt, das machen wir, dies machen wir, das machen wir. Also, ich würde schon sagen, er hat sich bewusst, sei ich mal keine Tussi, ohne das jetzt negativ zu meinen ausgesucht. Sondern halt eine Frau, die einfach ihren Mann steht. Weil zum Beispiel ist er auch so, er sagt es zwar scherzhaft, aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, die hohe Schuhe anziehe, ne, und mich so ein bisschen schicker mache, dann macht er, bin ich jetzt Tussi oder was, sagt er so zu mir, ne. Der sagt es zwar aus Spaß, sag ich mal, aber für den, also für ihn wäre das nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel zu übertrieben wäre, ne, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, so 5 Stunden so Beauty-Session mache. So also ich. Das ging für den gar nicht. Das versteht er nicht, das will der nicht, das aber das ist voll witzig, weil jetzt muss ich mal den Vergleich bringen zum Die. Die hat ja auch so eine Mutter, die kennt den ganzen Tag Beauty mache. Also es ist auch witzig, weil es passt genau. Dann bin ich auch so Claire und die nennen die sagen immer zu der Mutter Terrier, weil die auch so abgeht und so. Und wenn die dann laut wird, ne, und die ist so Claire und gut, Sarah Asiatin, die sind eh immer ein bisschen lauter, auch wenn die lachen und so. Aber es passt schon, wird schon auch passen. Also ich gebe ihr auch so ein bisschen den Ton an. Die Mutter ist halt genauso, weißt du? Also es wird auch passen. Und die liebt auch Beauty. Und die macht dann immer nein und nein. Also Angelo, weißt du, so. Und dann muss er. Und ja. Doch, stimmt. Und Urschel bei dir? Weiß ich gar nicht. Gar nicht. Weil mein Vater ist groß. So, das ist klar. Also mir passt nicht. Dein Vater ist auch ganz ruhig, ne? Ja. Stimmt. Der Otis ist jetzt auch nicht, also ruhig ist er nicht, aber ist jetzt auch nicht so laut. Also. Nee, ja. Stimmt, bei dir passt nicht. Nee, bei mir passt nicht. Ich meine, du kennst ja meinen Vater. Ja. Kennst du Otis?
Und Mathis und ich passen auch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, umgekehrt passt es auch nicht bei euch. Nee, die Mathis war total klar, du bist groß. Ja. Die Mathis war total mit Leib und Seele Hausfrau, sag ich nur. Ja. Komisch, gell? Nee, bei manchen passt es, aber bei euch, nee, bei euch passt es auch nicht, stimmt. Ja, gut, es passt, bei alle passt es auch nicht. Nee, das stimmt schon, aber ja, manchmal passt es, ne? Weiß auch nicht, woran das liegt. Aber mir ist halt wirklich ekelhaft. Also ich suche mal immer dasselbe Typ Mann raus. Ja. Ist mir schon mal aufgefallen, wie gesagt, das sind immer so ein paar Ausbrüche oder so, wo es dann immer vielleicht nicht ganz 100% mit meinem Schema X passt oder so. Aber wenn es jetzt von jedem Mann, auf den ich mal, den ich toll fand oder so, Bild nebeneinander lädt, sehe ich immer der 3-Tage-Bart, die dunkle Haar, viel Haar meistens, danach an der M oder so. Lustig, gell? Und immer, ja, aber gut, ich stehe schon immer auf große Männer. Aber das ist halt, weil bei uns alle klar waren, aber das hat da nichts so damit zu, das hat jetzt nichts mehr eher mit meinem Vater oder so zu tun, sondern weil ich selber finde es voll schön, wenn die dann so lange bähen und so. Und weil das ist aber auch irgendwo wieder so ein Komplex, weil wenn jemand größer als ich ist und so männlich dann und so, dann fühle ich mich aber auch irgendwie wieder so geborgen, weißt du, so, das ist dieses Sicherheitsgefühl für mich, jemand ist für mich doof. Deswegen mag ich das und für mich gut. Aber für mich ist auch groß ab 1,75, ja, also. Ja. Das ist für mich groß. Das ist für euch ganz normal. Oder Claire für die Uhr. Ja. Nee, es stimmt. Ja, aber viele behaupten ja auch, zum Beispiel die Jo sagt einmal, wir sind eigentlich so Männer und Frauen gar nicht füreinander gemacht. Ich weiß gar nicht. Das ist doch einfach. Das hat die Birken Bilar schon gesagt. Ja. Aber du weißt es jetzt gerade nicht dazu, die Story. Sonst könnte ich es nochmal sagen. Aber das hat die auch schon gesagt. Ja. Rein theoretisch sind wir halt schon sehr verschieden, ne, wenn man es so sieht. Ja, und sie hat auch gesagt, dass zusammen, also wenn man zusammen sein will, ist es ein stetiges Arbeiten oder irgendwie sowas war das. Also man muss schon dran arbeiten und sie muss sie halt jeder auch ab und zu geben. Also. Die Jo hat immer gesagt, Tamo, kannst du halt einen Mann geben, der so ist wie du, wo man einfach mit dem retten kann, ganz normal, der einem zuhört, wo alles kapiert, weißt du so. Aber ich sagte, ja, ich glaube, das werden wir nicht erreichen. Ja, das Problem ist, das sind dann meistens die Frauen, haben so Männer, wo das sind dann selber so Nieselprimelscher, weißt du, die kriegen die Gusch nicht auf. Ja, sorry. Die haben dann so tolle Männer. Ja. Aber die, das ist aber, weil die tolle Hechte, do, die würden ja auch so Frauen wie dich, mich, also wie uns, die schaffen, die selber da rummachen, rumjohlen, die würden die uns ja gar nicht aussprechen, weil ich sah das so, wie es ist, weil die würden sich dann so nimi alpha-mäßig fühle, wische, im Sinne von, weil wir, also in dem Sinn steht jo die Säule auch selbst, wische, im Notfall. Also wenn die Endsäule weggeht, steht die Anna-Säule trotzdem noch allein, wische, was ich meine? Bei so Nieselprimelscher, wo so, ja, und arm, und ich bin eigentlich nur doof für Kinder, also Fische für Baby zu machen und für so daheim halt, zu kochen, ne? So ganz devot. Ist ja okay, wenn das jemand mag, alles gut, ne? Ich will doch gar nichts sagen. Nur, ich sage nur, der Typ Mann wird uns niemals aussprechen. Nee. Die hätten viel zu viel Schiss. Aber das sind meistens die ganz, ganz hübsche, tolle Männer. Weißt du, so diese. Die so würden Alpha aber, sein wollen. Alpha sein wollen, die würden mit niemals, mit Refrain, die ein Alpha ist, zusammen sein, weil die können sich schon irgendwie behaupten dann. Aber ihr Leid, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass die Leid, also, dass die Männer, die daheim nichts zu melden haben, draußen immer die Krecht Gusch haben. Ne? Also die, wo daheim nichts zu melden haben, die sind immer so, wenn sie draußen auf der Erbe sind oder so auf dem Fest oder so, haben sie das krechte Maul, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und müssen auch immer so, weißt du, so dieses Dominieren, sag ich mal, die, wo daheim nichts zu sagen haben, so habe ich so das Gefühl. Ne? Und die, wo daheim so normales Verhältnis haben oder so Nieselprimelche wahrscheinlich, ne? Die sind dann eher normal, sage ich mal, ne? Weil den Typ Mann, der geht mir auf den Wecker, ne? Also die, wo dann weggestrause, meinen, sie müssen voll auf die Kacke hauen, da weh ich daheim, da hat er gar nichts zu melden. Weißt du, was ich meine? Also das hört man ja auch relativ schnell raus, weil ich sag mal so, oftmals ist es ja auch so, dass die Männer immer die Trommler sind und die Männer wollen immer die Hosse auch haben, aber zu 90% haben die Frauen die Hosse auch. Die machen es einfach nur geschickter. Ne? Ich meine, klar, es gibt ja die Sprüche, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine Frau, die ihn managt. Ne? Das ist auch wirklich so. Aber es gibt ja auch, sag ich mal, die Männer, wo das nicht zugeben.
dass der Helm alles durch die Frau organisiert wird. Aber du merkst, wenn du Frauenmann siehst, obwohl die Frau total zurückhaltend und ruhig ist, merkst du aber sofort, wo der Hase langläuft. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Also ich finde das schon und so. Und bei mir steht schon auf der Stirn wahrscheinlich. Ja, ja. Also man merkt ja auch, dass du schon dominant bist. Ja. Aber also das Ding ist eigentlich, wenn man mich richtig gut händle kann, bin ich das größte Tätzchen ever. Wirklich. Du kann ich lieb sein, du mach ich alles, weißt du so. Aber es ist halt schwierig, mich zu händeln. Halt der Löwe raus, ne? Ach, der Löwe. So ein dreckiges Biest. Mufasa. Ja, ich glaube, also es ist wirklich schwer zu sagen, aber ich denke halt, keine Ahnung. Es ist wirklich so, ne? Wenn man, ich finde, wenn Männer, gerade auf der Erwitt merkt man das, wenn die so richtig ekelhaft sind, dann weißt du einfach, die haben daheim gar nichts zu melden. Oder es ist in der Kiste nichts gelaufen. Ich weiß es nicht, aber du merkst dann auf jeden Fall, oh, dass die unzufrieden sind. Ich weiß nicht. Ja. Ich find irgendwie, das ist bei Frauen anders da. Also klar, Frauen haben auch ihre Laune. Oh, doch, du merkst auch. Ja, die haben auch ihr Period, ne, ihr Dache und so. Und die haben auch ihre Laune. Aber ich finde, also ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das nicht so extrem auf dem Rücken von anderen dann ausgetragen wird. Finde ich jetzt. Ich weiß nicht. So wie ich es erlebt habe. Aber gut, die Jessie schafft nur mit Frauen. Was steht denn du so? Ja, okay, gut. Die Jessie, glaube ich, steht am liebsten nur mit Männern schaffen, wenn es ging, oder? Jo. Jo. Die End hat 100.000 Krankheiten. Die ist echt 48. Die Anna meint gerade, sie wäre die Prinzessin. Aber ja, die bückt sich schon nicht. Also die geht nicht auf die Knie beim Butze und was weiß ich. Ah, das mache ich aber. Die Jenny hat mich schon gesehen. Ja. Ich habe schon Scheiße von der Wand gekratzt. Also. Boah, ja, aber weg. Das würde ich niemals machen, ja. Und ja, und ich habe die Handschuhhammer Kenny Greed Urschel sagt, stell dir vor. Und meine Chefin ist Mutter Teresa, keine Ahnung. Die Urschel. Also es ist schon also richtig die Balance zu finden, alle mit denen auszukommen. Manchmal die, wo sich nicht bücke, also wo Prinzessin ist, manchmal geht, sah die irgendwas Blödes, ich her gar nicht. Machst du, als ob es nicht her. Und die andere, wo 50.000 Krankheiten hat, die Manu, die, ich weiß auch nicht, du gehst auch nein und aus. Also schon, ja, ich habe schon einen guten Mittelweg gefunden. Das ist irgendwie alles zu ertragen. Also ich sage mal so, ich muss ehrlich sagen, also ich schaffe eigentlich schon auch lieber mit Männern. Muss schon, und das Lustige ist, glaube ich, dass Männer aber auch gern mit mir schaffen. Also meine Mitarbeiter haben mir immer gesagt, sie haben lieber eine Chefin als einen Chef. Woran das jetzt liegt, kann ich euch nicht sagen, aber die haben mir das schon gesagt. Und wenn du siehst, auch in meinem Team, bin ich schon eigentlich, normalerweise sage ich mal, haben ja die Frauen bei uns immer auch andere Mamas im Business und so, ne? Aber wenn du siehst, ich bin eigentlich jemand, der viele Männer im Team hat, ne? Also jetzt auch, ne, der Alex, der Patrick, ne, der Eric, was weiß ich. Also ich habe beides, klar, der Doma, aber ich habe schon, wenn du es so siehst, normalerweise haben die Frauen nicht die Männer so im Team, ne? Stimmt, ja. Aber, also ich schaffe, sage ich muss schon sagen, ich schaffe schon gern mit Männern. Also das, was die Jessie mitmacht, das kenne ich gar nicht, ne? Also diese ganze Tag, dieses Getratsche und das Gequatsche, do, ey, ich steht so im Kopf krieg, ne? Also das wäre nichts für mich. Aber also ich zum Beispiel, ja? Ja, sah, nee, sah. Nee, aber zum Beispiel, ich bin ja jetzt in so einer männerdominierten ja. Welt. Also ich bin ja so eine von fünf oder so gefühlt, ne? Ist schon A, hat die Hausnummer. Weil du weißt ja immer so, okay, ich sag mal so, ich erfülle halt auch noch alle Klischees von Robabi-Bob gefühlt, ja? Die dann nur in der IT sitzen will und will denen was erzählen. Okay, also ist ja okay, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber trotzdem ist es schon ein bisschen hart, wo du dann halt denkst, ja, okay, ich bin eine Barbie-Bob optisch, aber ich bin ja so, aber das Ding ist, die meiste, sobald ich dann anfange zu erzählen und ich bin ja schon so ein kumpelhafter Typ halt, ah, so ein bisschen, ja, ich meine, wenn ich was will, mache ich doch auch so ein bisschen, ah, und kennst du nicht, ne, und bitte, so, okay, schon okay, aber und das, was du gerade gesagt hast, ne, Schalima, das, was du gerade gesagt hast, ist was du Doma zum Beispiel für tot hast.
Also wenn ich nur zum Sa, ah, kennst du Mo, sah da red gescheit mit mir, du brauchst nicht so süß zu retten, das kann ich gar nicht leiden. Also das zum Beispiel, du bist eher voll allergisch. Die sagt auch immer, warum musst du das immer mit deiner, kannst du das jetzt auch mal ohne die weinerliche Stimme, weil ich mache ja, dann so. Ja, genau. Also okay, das mache ich jetzt auf der Avid nicht so, ja, yeah. Aber zu Hause mache ich dann so, Rosie, Mensch, du könntest mir das mal runterholen oder so. Ich meine, dann kannst du das auch mit normaler Stimme sagen oder muss es immer diese weinerliche sein? Aber okay, und auf der Arbeit mache ich dann immer so, ah, zum Beispiel, okay, nee, ich sage so, auf der Arbeit stelle ich mich, wenn ich manchmal was will, stelle ich mich dann auch so ein bisschen blöd, mal so, ah, ich weiß nicht, irgendwie, das geht gerade gar nicht oder so. Die ich mir dumm kurz helfe und dann lächle ich dann immer noch so und die sagen dann eh nicht nein. Also. Ja, das und dann stimmt. Kommen die und dann machen die so klack, klack, klack. Manchmal suchen die sogar auf Google für mich irgendwelche Apple Mac-Klicks raus und so, so diese Shortcuts, was ich tue. Ich muss doch nicht immer selber gucken. So ja, also, liebe ich das. Wenn wir, guck mal, zum Beispiel, wenn wir auf Geschäftsreise fahren, weil ich abgeholt, kriege den Koffer runtergetragen, die Treppe nuftgetragen. Wenn wir irgendwo hinfahren, denn mein Chef bestellt mir die Bahntickets und so. Also genau so mag ich das. Ja, das ist okay, so ein bisschen gut. Vorteil dann. Ja. Also da habe ich schon auch Vorteile, dass ich vielleicht dann so bläh und niedlich bin. Aber ich hasse es halt, wenn ich dann merke, okay, jetzt Mense, ich komme nur nicht mit oder so. Oder ich bin nicht intelligent genug, das zu machen oder so. Weißt du? Oder dann gucken sie mich an und denken, du merkst, ich merke das ja, wenn mich dann auffängt, jemand zu unterschätzen. Weißt du? Ja. Also ich meine, was finde ich nicht schlimm, dann fahre ich von hinten nochmal los, aber. Also ich sage mal so, in der Führungsriege muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich oft Frauen lieber. Also es kommt drauf an, was für Frauen, ne? Also so ein Zickekrieg kann ich auch nicht gebrauchen, ne? Also wenn dann so Tussi-Gehabe ist, wer hat jetzt die schönere Näschel und die schönere Schuhe? Also das hat für mich in der Führungsebene, sage ich mal, ist es für mich kein Diskussionsthema, das hat für mich doch nichts verloren. Aber ich sag mal, was ich mit Männern extrem schwierig finde, gerade in der Führung, ist, dass die halt immer so ein Duellverhalten haben, immer so Balzverhalten. Also bei denen ist immer wichtig, wer dominiert jetzt die Sache. Und das nervt mich, weil oftmals sind wirklich wichtige Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen. Und es geht nicht darum, wer jetzt, sag ich mal, die längere Punkt, Punkt, Punkt hat, ne? Oder wer jetzt, sag ich mal, die höhere Führungsposition hat, sondern es geht einfach darum, für das Unternehmen jetzt das Beste zu entscheiden, was wir machen. Und oftmals ist es so, dass dann aber so entschieden wird, wer hat die längere und nicht, wer hat die bessere Idee. Und das ist halt was, was mich ziemlich nervt. Und das, finde ich, ist halt bei Frauen nett. Weil Frauen können in so einer Situation, meiner Meinung nach, können mir doch sachlich bleiben, abwägen, sage, ah nee, komm, das, du hast recht, das ist schon eher so, und können dann so sachlich entscheiden. Oder das gefällt mir besser oder so. Ja. Das würden Männer auch niemals sagen. Ja. Nee, dann nehmen wir deins. Oder was ich auch schon oft erlebt habe, Männer in der Führungsposition, die können da nie zugeben oder selten zugeben, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Richtig nervig. Richtig nervig. Ist doch kein Problem. Mein Gott. Denkst du jetzt, ich renne jetzt durch den Saal und erzähle es jedem oder was? Wisst ihr, du denke ich mir immer so, oh. Ich war tatsächlich extra mal auf dem Frauenseminar für Führungskräfte und dort hat die Frau uns, also waren wirklich nur Frauen, und da hat die Frau uns wirklich erklärt, wie wir unser Verhalten ändern sollen, weil das Problem ist halt wirklich das, eine Frau geht immer nur dann zum Chef, wenn sie ein Problem hat, also wenn sie einfach nicht mehr weiterkommt. Und alles das, was wir machen, ist für uns selbstverständlich, ne? Also, keine Ahnung, dass wir jetzt zum Beispiel ein aufgerahmtes E-Mail-Fach haben, dass wir die E-Mails schon vorher erledigen und nicht erst, wenn es zu spät ist, vielleicht vom Chef noch Dinge erledigen, dass es von ihm weggehalten wird, so zum Beispiel, ja? Und bei Männern ist es so, wenn die Problem haben, sagen die gar nichts, die machen das mit sich aus, lieber machen die Fehler und hinterher eskaliert es dann, wie dass sie zugeben würden, dass sie das jetzt nicht können, ne? Oder dass sie den Chef fragen, also lieber fragen sie jemand anders da. Oder aber wenn die etwas machen, was für uns total normal ist, gehen die zum Chef und sagen, ey Chef, guck mal, ich habe da E-Mails mit beantwortet, dass du dich nicht am Wochenende hinhocken musst. Und glaub, trommeln sich so auf die Brust. Ne? Wo wir, wie gesagt, das einfach normal mitmachen. Und so sind halt Männer. Und die hat uns halt erklärt, du bist halt immer als Frau dann beim Chef, bleibst du immer negativ hängen, weil du halt immer ein Problem, also er assoziiert mit dir ein Problem, weil du halt immer mit einem Problem zu ihm gehst.
Und mit dem männlichen Kollege assoziiert er immer irgendwie so was Erfolg und gut und extra Arbeit und so, ne? Obwohl es hier meistens so ist, dass es gar nicht stimmt, dass die Frauen viel mehr machen. Aber ja. Die Chefs nehmen es halt nicht wahr, weil halt die nicht so trommeln. Weißt du? Also mein Chef hat nämlich jetzt auch zu mir gesagt, du schreibst dir jetzt mal alles auf, was du in deinem Projekt da so oder in dem Projekt, wo du arbeitest, alles machst. Wirklich alles detailliert aufschreiben, ne, so, also zum Beispiel A, und in dem Thema A muss ich das und das machen. Mhm. Und genau das, weil er hat, erstens muss es Interesse halber mal wichtig überhaupt, was ich da alles treibe, ja, und zweitens ist es dann auch mal zu sehen, okay, krass, wie viel sie eigentlich tut, was vielleicht ja. gar nicht so wahrgenommen wird oder gut, mein Chef, der weiß ja nicht die ganze da, was ich da treibe, ne, weil ich schon mit jemand anderem im Projekt zusammenarbeite, mhm. deswegen. Aber hat ihn dann halt auch mal interessiert, weil ich lasse dann immer nur mal so ein paar Brocken über den Tisch fallen und er kriegt gar nicht mehr so viel mit, aber auch um zu sehen, wie viel Entwicklung schon stattgefunden hat. Deswegen natürlich auch, aber trotzdem, da habe ich gedacht, du, ist eigentlich gar keine schlechte Idee, auch für ja. mich selber, um zu sehen, was mache ich du eigentlich, was mache ich eigentlich alles? Ja. Was kann ich eigentlich alles schon, ne? Auch, ja. Ja, also deswegen, glaube ich, ist es manchmal schwierig, gerade auf der Arbeit, weil auf der Arbeit müssen wir ja alle zusammen agieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich manchmal schwierig, wobei natürlich bewusst der Dommer oder generell Männer sagen, wenn mir Frauen was ausdiskutieren, ne? Also zum Beispiel, was der Dommer gar nicht leiden kann, und das ist echt eine Eigenschaft auch von Frauen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das in den Jahren wirklich sehr gut abgewöhnt, weil mein Chef konnte es auch nicht leiden, überhaupt nicht. Es ging gar nicht. Und zwar, wir wollen was erzählen, aber bis wir auf den Punkt kommen, was wir erzählen, erzählen wir erst mal von Adam, Eva und der Geschichte vom Apfel und der Schlange, ne? Bis wir zu der Pointe kommen. Und das ist was Männer, also die Männer, die ich kenne, überhaupt nicht leiden können. Und der Dommer, also mein Chef mochte das auch. Ich habe mir das komplett wirklich abgewöhnt, weil der konnte das gar nicht leiden. Ich denke. Ne, also wenn du so mit mir telefonierst, holst du auch so aus. Du erklärst mir sogar noch, also welche Schalimas Eurozeichen, das musst du dann auf dem drücken. Also ne, du gehst ja dann nochmal an den Laptop, klappst ihn auf und dann drückst du auf den Eukaufswache und dann auf das Eurozeichen. Ja, also, aber ich meine, du musst so das erklären. Zum Beispiel, ich will dir jetzt erklären, ich war halt morgen mit der Joe frühstücke, ne? Und anstatt dir aber zu sagen, ich war mit der Joe frühstücke, sage ich, ey, schau dir mal, welche, was los ist. Ey, her, am Freitag ruft mich jo, welche, wer mich da angerufen hat. Ey, wer? Ey, do, die Giovanna hat mich auch, glaubst du das? Die ist do? Hä, wieso ist denn die do? Ey, ja, gut, weil die ist komme, weil das und das. Ja, auf jeden Fall eine halbe Stunde erzählt, warum die überhaupt gekommen ist und was man alles, was sie vorhat. Und dann, ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, dann sind wir dort zusammen gehockt und sind dann drauf gekommen, dass wir ja am Montag Frühstücke gehen können. Weißt du, was ich meine? Und das hasste Dommer bis zum Tod. Und mein Chef mochte das halt auch nicht. Deswegen habe ich mir das halt, dieses Storytelling, aber zu weit weg vom Punkt, habe ich mir so gut wie, sag ich mal, abgewöhnt. Und der Dommer sah dann, ach, komm auf den Punkt, wenn es zu viel ist. Oh mein Gott. Ich kenne da auch jemanden auf der Arbeit, der sagt immer zu mir, lass es uns abkürzen. Ey, da kriege ich den Nervenzusammenbruch. Ich hasse das. Aber wie so. Oder so, weißt du, mitten im Satz sagt er, ja, können wir abkürzen, habe ich verstanden. Ja, genau. Hä? So war mein Chef. Doch, da kriege ich zu viel. Ich sage, genau, hoffe ich dann do. Da fällt mir dann erst mal die Fratze runter, weil wenn zu mir einer sagt, ja, aber ich muss ehrlich sagen, so bin ich dann auch geworden, ne? Also, weil auf der Arbeit, du kannst es nicht, wenn einer so lange redet, so viel Zeit hast du nicht, ja, sag was ist, ne? Aber das wirkt halt nicht. So lange rede ich da nicht. Ich rede da nicht, aber manche Dinge, das Problem ist, A hat halt leider manchmal was mit B zu tun. Und wenn man manchmal A halt schon nicht kapiert hat und ich erkläre aber B, dann fehlt ja A und dann wird es durcheinander. Und deswegen muss ich manchmal A und B nochmal erzählen, weißt du dann? Aber das Lustige ist, und die Jessie erklärt gar nichts. Weil die Jessie schafft zu der Demo einen vollen Satz zu sagen. Die sagt dann, bei der ist du froh. Ja, und wie war der Wochenend? Jo, welche gut. Okay, gut. Dann sagst du, ja, was hast du denn gemacht? Couch. Welche, die sagt bei der Demo, ich war auf der Couch oder ich habe Fernsehen geguckt.
TV. Weißt du, das ist dann die Antwort. TV oder so. Geil. TV. Jessie, Alter, warum bist du eigentlich? Warum redest du nicht so viel? Weißt du, ich rede ganz auf Derbisch und so viel. Da denk mal gar nicht von mir. Wenn man nicht von mir klar. Ja. Nee, also das ist, glaube ich, auch so ein Männer-Frau-Ding. Wobei, ich muss dazu sagen, es ist nicht nur Männer. Ich kann zum Beispiel auch nicht leiden, wenn ich zum Beispiel froh jemand, kannst du morgen? Und mir derjenige dann 3 Stunden erklärt, warum er morgen nicht kann, du kennst dich auch aus, Philipp. Sag doch einfach ja oder ne. Was anderes war doch gar nicht gefroht. Was musst du mir jetzt dein ganzes Leben erklären? Ne? Das kann ich auch nicht leiden. Das kann ich bis zum Tod nicht leiden. Oh. Da wäre ich verrückt. Mag ich auch nicht. Also da bin ich halt auch schon kurz und knapp. Ich muss sagen, also ich rede gern. Ne? Also ich rede gern, ich rede auch manchmal gern viel, aber ich schweige auch gern. Also ich muss sagen, ich bin halt wirklich so klassisches Einzelkind. Ich brauche auch einfach nur mal Ruhe, wo ich gar nichts rede und nichts mache. Und ich kann mit dem Dommer viel retten, weil ich finde halt, der Dommer, merkst du schon, dass er in einem frauendominierenden Haushalt groß geworden ist. Also weil er hat ja, sag ich mal, 2 Schwestern und eine Mutter. Und du merkst schon, dass das aber so, dass die Frauen halt dort dominiert haben, weil der Dommer redet schon manchmal auch gerne. Also der mag schon auch manchmal so Tratsche und so, ne? So Klatsch und so ist manchmal auch sein Ding, was ja eigentlich gar nicht die Männer ihr Sache ist, ne? Also du sagst ja, immer, auch, ja. Man das liebe ich schon, aber auch, wenn man so ist. Das finde ich manchmal voll sexy. Kenne ich auch so als also ich meine, er ist jetzt extrem so, aber ist schon manchmal so, aber er kann manchmal, können wir auch nur schweigen, manchmal will er auch, dass man gar nicht redet, also ist immer so unterschiedlich, ne. Ja, ist halt, manchmal sagt er zu mir, ja, kann ich jetzt einfach mal ruhig sein. Oh, da würde ich schon zu viel kriegen wieder. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man so zusammen ist, klar, also Kommunikation ist es auch eine ohne Partnerschaft, aber hat man sich immer wirklich was zu sagen und zu erzählen? Ich weiß nicht, Charlie, wir reden ihr immer. Nee, also wir hocken auch manchmal da und jeder macht Zeitzeichen oder so, alles gut, aber die hat auch noch nie zu mir gesagt, ich soll jetzt still sein oder so. Also da wäre ich aus, da flippe ich aus. Aber der hat schon mal ganz, ganz, ganz mies, hat er schon mal gesagt, wo wir Streit haben, ich kann deine Stimme nicht mehr hören. Ja. Das sei dann aber auch zu mir. Nee, das verletzt mich aber, das finde ich frech. Du bin ich auch dann beleidigt. Ja, nee, du bin ich beleidigt, weil das ist was, sorry, also meine Stimme, auf der einen Seite erzählst du mir irgendwas mit Heirate und Kinderkrieg und auf der anderen Seite kannst du meine Stimme nicht mehr hören. Ja, also. Ja. Nee, das sehe ich dann halt so, das verletzt mich. Bin ich beleidigt. Ja gut, aber wenn man das weiß, dann kann man das ja auch dann, ne? Ja. Kann man es ja lassen. Ich weiß es nicht. Jessie, schweigt ihr eher oder rettet ihr eher? Tun ihr eher rette? Also es gibt manchmal so Tage, auf der Erbe, also wenn ich heimkomme von der Erbe, manchmal retten wir gar nichts, manchmal gibt es Tage, da retten wir viel. Also ja, das ist, doch, da ist so, das auch eher so, dann eigentlich will dann er erzählen und ich habe gar keinen Bock, aber ich rette dann halt auch mit, also und manchmal ist es dann umgekehrt, ich will erzählen und er will dann auch nicht so. Also manchmal unterschiedlich von Tag ab, manchmal. Geht. Ja. Ja, tatsächlich, glaube ich, ist das halt so ein Phänomen. Ne? Also der Dommer zum Beispiel kann nicht verstehen, wie man 3 Stunden telefoniert. Ne? Also der hasst zum Beispiel Telefoniere. Für den, der geht nicht immer ans Telefon und wenn er telefoniert, dann wirklich, ja, das Nötigste und dann fertig. Ne? Ich muss dazu sagen, ich kann auch nicht mit jedem telefoniere, weil ich telefoniere ehrlich gesagt auch nicht gern. Ich kann eigentlich auch nur mit der Charlie mal telefonieren. So lange? Ja, oder mit, nee. Also, gut, aber wir, ja, bei uns du mir jo, nee, ich meine, außer mit mir tust du jetzt ja. mit Cam so lang. Nee. Also wir übertreiben ja manchmal, wir haben ja schon 6 Stunden telefoniert und so. Gut, aber man muss ja dazu sagen, manchmal machen wir ja auch Sachen. Ja, genau. Ja. Aber ich mach immer erzähle bei uns dabei. Trotzdem, weil sie mir schwallen und machen jo was dabei. Ja, oder so, ich bügel jo dann, koch oder was weiß ich, du jo auch. Also, nee, also, aber ich kann nicht, nicht mit immer, jedem, aber. Ich kann nicht mit jedem, also wenn ich mit Jessie telefoniere, ist es Sache von 2 Minuten, mit telefonieren nicht immer. Jo. Ehrlich, ja, telefoniert mit vielen Leuten. Und wie war dein da? Gut.
Nee, bei der Jessica ist ja, wie es ist. Du rufst an, geht's ans Telefon. Jo. Jessica, hör mal zu, kannst du das und das? Jo. Kommst du dann mal? Jo. Dann sagst du alle, dann macht sie alle. Das ist das ganze Telefonat bei der. Geil, geil, geil. Jo. Ja, kurz und knapp, die Fakte, was du wissen willst, Anna. Und wenn du früher bei der angerufen hast, dann ist er ans Telefon. Mauer. Mauer. Oh Gott. Oh, nee, ich will also... ich sag mal, gestern, hallo? Mit so Ansage bin ich immer ganz gut. Ja, ich habe beim Weggeswischen habe ich geübt. Das stimmt. Das stimmt. Bei Meckesto. Also letztens musste ich so lachen, du war mir am Meckes gewesen, weil du jetzt sagst, Meckes, ich will es gar nicht. Und ich schwör's euch, der Dommer hat immer ein Glück. Es gibt Sachen, die passieren nur dem, ja. Und der hat irgendwie am McDonald's was bestellen wollen. Ich weiß auch gar nicht mehr was. Und derjenige dort hat gar nichts gesagt. Ich und der Dommer war doch dann so aggressiv. So gefühlt hat er gesagt, er will einen Cheeseburger und er hat dann gesagt, Hamburger, so auf die Art. Wische. Und es ging aber bei ein paar Sachen so erstmal ausgeführt. Aber so Sachen passieren wirklich immer nur dem, dass die Leute dann irgendwie, ich weiß auch nicht, dass die dann irgendwie so, dass selbst so dappische Sachen passieren oder die dann dumm abmachen, ich weiß wirklich manchmal, der kommt heim oder ich war ja auch schon dabei, ich kenne mich als kaputtlache, gell? Vor allem, du warst in der Situation, waren wir bei deiner Mutter im Café, froh mich nicht, warum. Auf jeden Fall, wir waren bei deiner Mutter Frühstücke und gehen raus auf den Luitpoldplatz, ne? Und du darfst doch jetzt nur noch in R-Richtung fahren. Also quasi, wenn du reinfährst, nur noch rechts, ne? Mhm. So Eibahnstroß, ne? Also darfst du nur rechts, dann musst du einmal außen rum. Und er stand links, weil er auf mich gewartet hat. Ich war mit Harrison. Und der hat halt noch gepingelt ins Blumenbeet und der stand links und hat auf mich gewartet. Wir haben wo ganz anders geparkt. Und dann kommt eine Frau, die will rein und fährt aber anstatt rechts links. Und eine andere Frau kommt aber von da. Ne? Und das Ding ist, der stand einfach da, aber die Endfrau hat die Scheibe runter gemacht und hat gefroht, fahren Sie raus. Aber es war ja nicht so Auto, er hat die nur auf mich gewartet. Ne? Dann standen die so da, haben beide die Scheibe runter und dann macht das so, ich stehe nur hier. Und dann die babbeln dazu und der sagt, ich stehe nur hier. Und die dann, und der dann, ich stehe nur hier. Was wollen Sie von mir? Ich habe mich so fortgeschmissen. Ich konnte nicht mehr weg. Ich habe mich fast die Hose gemacht. Ich habe gedacht, nee. M-m. Der helle Wahnsinn, sag ich dir. Ja. Also ich sag mal so, ja, ich weiß auch nicht, zum Beispiel bei der Männerlogik, was ich auch nicht verstehe, ist manchmal, keine Ahnung, so diese halbe Sache, ne, diese halbe Erbete, die verstehe ich halt nicht. Ne? Also zum Beispiel, ja. Keine Ahnung, da wird Wäsche gebügelt und dann wird die Wäsche, ich meine, das ist ja um Gottes Willen schön, ne? Wenn Männer Wäsche bügeln. Also zum Beispiel der Freund von meiner Mutter, der hat auch voll immer ihr Wäsche gebügelt, das ist total geliebt. Ne? Bei uns ist so, es ist 50-50, Mo bügelt er, Mo bügel ich. Aber zum Beispiel wird Wäsche gebügelt, dann wird die Wäsche doch hingelegt. Ne, also die liegt dann halt do. Also muss sie jemand wegrahmen, ne? Und das sind manchmal so Sachen, das so halbe Erbe, das verstehe ich manchmal nicht. Kann das auch zusammenlegen, oder was? Du das beim Bügel gleich zusammenlegen? Ja, das habe ich ihm gezeigt. Na, ich bin ja gelernt, ne? Also hier, 6 Jahre im Textileinzelhandel, kann man zusammenlegen. Ah, ich kann das nicht, ich finde das furchtbar. Ich hatte einen Chef, im Ersten, wo ich als Erstes gelernt habe, und du hast wirklich Hosse müssen zusammenlegen. Und ich weiß nicht, ihr wisst ja noch früher die Hip-Hop-Hosse, ne? So Fubu und Pelle Pelle und was es alles gab. Und die hatten wir immer am Arsch so Stickereien, ne? Also, ne, da stand die dann Fubu, Pelle Pelle oder was, South Pool oder was es gab, Sir Benny Miles, ne? Und du musst die Hosse halt so legen, dass die Schriftzüge zu sehen sind. Weißt du, wenn die so im Schrank gelegen haben, musste man die Schriftzüge sehen. Aber das musste akkurat sein. Du musst das Metermaß all legen können. Wenn das nicht gescheit war oder da alles auf den Boden geschmissen, hast du nochmal gemacht. Also du hast zusammenlegen. Aber ich kann ehrlich gesagt auch in Freiluft zusammenlegen. Ne? Also ich kann ein T-Shirt auch in der freien Luft ordentlich zusammenlegen, ohne dass es jetzt liegt und ich das falte oder so. Aber wie gesagt, ich habe es halt lang genug machen müssen. Ja, es war Zeit, dass ich mehr Geld verdiene, dass ich eine
Bügelfee bekommen. Ja, das ist natürlich dann angenehm. Ja gut, aber viele Leute bügeln ja heutzutage gar nicht mehr. Die meisten tun ja Wäsche und gleich aufhängen. Dann ist es ja relativ glatt, sag ich mal, ne? Ja, aber es gibt Sachen, das geht einfach ja, nicht. Gut. Bluse ist halt so Sache, ne? Leine? Muss ich abbügeln. Ah ja, das stimmt. Hast du Leine-Sache? Ah ja, doch, du hast so ein paar Leine, aber die, das stimmt. Ich habe gar nichts aus Leine. Ja, Leine, ich finde es immer voll schä, weil das jetzt zum Beispiel im Sommer total schä luftig ist, bin ich immer schä aufgezogen. Ach, Leine, desto. Aber das Knittrische, ja. Das geht mir auf das Senkel. Weißt du, wenn ich dann irgendwo gehockt habe und sie aus, als hätte ich also es aus dem Crash, ja, aus dem Wäschekorb rausgeholt, dann kriege ich schon Nervenzusammenbruch dann, ne? Deswegen ziehe ich lieber, ich weh so Thursday und so Zeug, oh. Aber du siehst ja halt nie so krumpelig aus wie mit so Leine und so. Ich mag aber dann Leine. Sweaty halt. Sweaty. Oh, das sah nix. Ich krieg immer so ein Underboob-Sweat. Kennt ihr das? Ja. Das Ding ist, ja, aber bei euch, zum Beispiel mit euren Aporellos, ja, du sieht man's da nicht. Ja. Aber wenn ich mit meinen zwei Nips da auf dem Brett, wenn ich da dann so ein Underboob-Sweat krieg, ja, dann siehst du das ja noch gleich frontschnauß. Ja, genau. Weil wenn ich sitze, ne, oder so mal so sitze, sag ich mal, dann geht ja die Brust, kannst du schon einen Bleistift zwischen einstecken, ist ja logisch, ja, also vor das Wille jetzt, ja. Aber wenn ich schon normal sitze, dann ist die, da ist nichts dann. Und der Witz ist, dann sitze ich so mit euch zum Beispiel, ne, so auf der Badelounge-Stuhl, trink was und dann kriege ich da an der Boobs wet. Und dann, wenn ich aufsteige, sehe ich das wet dann direkt. Ah, das ist halt auf der Arbeit. Wenn eine weiße Sache, oh, schon das so, schäme ich mich dann immer so ein bisschen. Aber ich denke mir halt so, jo, was soll ich machen? Ich bin halt ein Mensch, ja. Ja, was kann man da machen? Ist da, hab ich halt nix, nee. Was willst du jetzt machen? Kann man da vorne so zwei Slipperlare draufkleben? Du weißt, schlafe früher, also ich habe so krasse Probleme mit Schweiß ja, und Ärmel. Axel. Und deswegen ziehe ich auch nur schwarze. Also der Hauptgrund, warum ich nur schwarz habe, ist tatsächlich, dass ich unter der Achsel immer so geschwitzt habe. Und früher waren ja auch so enge Sachen modern mit so Polyester und so. Und da hast du halt immer so der Axel Fuli gesehen. Das konnte ich überhaupt nicht leiden. Der Axel Fuli. Ja, später gab es dann so ein... gab es dann diese Pads, ne, wo du reinkleben kannst. Da habe ich tatsächlich auch noch welche, aber das war mir dann auch zu blöd. Deswegen habe ich nur schwarze oder weiße Sachen, weil du siehst nicht so krass. Mhm. Aber du mein Underboob-Sweat. Ja. Hä, was? Wollte was sagen? Ne, ich wollte gerade sagen, da erinnere ich mich noch dran, mit ihm. Ja, ich habe das sogar, ich habe mal früher habe ich mal Tempos als du hier, ne, bevor es diese Achseldinger gab. Es hat mich so gestört. Aber welche mit der Slipper lag, das wäre für früher Akeple die Idee gewesen. Jetzt mal ohne Scheiß. Kannst du richtig reinkleben. Ja, es muss halt, welche, du musst das dann do musst jetzt einfach die Slipper lag reinkleben. Ja, voll die gute Idee. Saugt die Feuchtigkeit. Ja. Und die gibt es ja mit frischem Duft. Stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und die sind jetzt, weil ich habe die Slipper lag, das sind so ganz hauchdünne. Ja. Ja, hab ich auch, und ja. Die kannst du, ja, aber die sind ja gut, weil das sind ja so Dailies da und die tust, wenn du jetzt Probleme hast, kannst du halt so, nein, also ich meine, ich mache das jetzt nicht, ne, stehst du dazu, ist mir scheißegal, aber ja, also wenn jetzt jemand, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich meine, klar, wenn du jetzt wisst, ich muss halt eine Präsentation halte und ich weiß jetzt, okay, ich krieg da dann so einen Excel-Schweiß da ohne drunter, dann tät ich mir jetzt vielleicht auch so ein Snipe-Klebe jetzt, ne, in meinem Fall jetzt, wo ich da im Berater-Lifestyle bin, aber so, ich meine, bei uns ist eh alles von der Ham. Du siehst mich, keiner guckt. So habe ich heute geschafft. Ich habe nicht mal ein BH. Boop. Fällt aber nicht auf. Ja, sicher. Bon. bei meine zwei Apps auf der Linz. Ah, Jessie, hä? Wenn man sowas sagt. Oh, mit unserer Bassongas. Ja, ihr könnt mir ein bisschen was abgeben. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Der Axel Fuli übrigens kommt von Jessie, oder? Nee, stimmt gar nicht. Vom Koch, gell? Vom Sven, vom Koch. Der Axel Foley. Ja, stimmt. Aber die Jessie, ich wollte gerade sagen, also sie sagt nicht viel, aber die hat immer so komische Sprüche. Wo wir jetzt halt an der Côte d'Azur waren, muss ich voll oft gerade denken, du hast nämlich immer gesagt, anstatt Monaco, Monde Monakisch. Sondern das sagt er immer, Monde Monakisch. Ja, Monde Monakisch. Und dann hast du halt gesagt, die Tour vom Franz. Tour de France. So lachen. Wo warst du in Monde Monaco?
Das hat Otis immer im Mund geschrieben. Franz. Gute Frohs. Oh Gott. Oh, ja, manchmal bringen schon ein paar Schlägerclip raus. Schlage, manchmal. Du hast also ein paar Schlager, mein lieber Mann, her. Oh. Ja. Nee. Aber es war wieder angenehm mit euch. Wir sind wieder von Arschbacke auf Kugelbacke irgendwie, keine Ahnung. Ist aber halt so ist es halt beim Stammtisch, ja. Beim Stammtisch ist es halt so. Ja, es war schön, mit euch zu quatschen mal wieder, ne? Und wir hören und sehen uns wie immer nächste Woche zum Pfälzer Stammtisch. Adieu. Servus. Adieu.